Also ich möchte mal ganz kurz Kritik äußern. Ja, ich kritisiere. Und mach ein Tor! Tor für Vary! Was? No! Mit der Ansage macht das Spiel schon 10 cooler. Oha. 1 von 3 Toren wohl erreicht. Quack, quack. Und dass dieser eine Bus immer in das Heck von einem anderen Bus fährt, das ist. Der glitscht immer so richtig schön rein. Bitte ja, was? Bitte was? Dass dieser eine Bus den anderen Bus. Was? Kannst du das bitte nochmal wieder. Ich hab's jetzt gerade nicht verrissen. Reinglitscht. Bitte klipp das. Bitte klipp das. Bitte. Was? Wo siehst du da einen anderen? Es gibt immer diese einen. Na dann, hopp, hopp! Oh, ich bin hinten, weil es geht rum. Ja. Wir müssen das jetzt kurz einmal sicher halten. Na, hast du? Sehr gut, Vary. Na dann, hopp, hopp! Oh, ich bin hinten, weil es geht rum. Ja. Wir müssen das jetzt kurz einmal sicher halten. Na, hast du? Sehr gut, Vary. Ich hab Schwanz! Dinge, die aus dem Kontext gerissen komisch klingen. Warum stelle ich mir das gerade im Chat so vor, dass Josie und Däumelinchen auf diesem Rollstuhl sitzen und dann den hier machen? Warum stelle ich mir das gerade vor? Ja, ist durchaus passend. Es musste kurz sein, es tut mir leid. Ah nein, Entschuldigung, ich habe das nicht richtig interpretiert. Moment. Du musst doch einen Löffel dabei festhalten, ganz wichtig. Oh, wartet, ein Löffel. Dosi, ich glaube, du hast ein bisschen Wein zu viel getrunken. Moment. Hast du den Moment von Marco auch gemacht? Löffel ist da. Wir machen das jetzt stilecht. So. Entschuldigung. Hey, klipp das. Ach, Linda, weißt du, ich hatte. So, Leute, jetzt ricken wir das Game. Ja, Morty. Und jetzt wird so übel, jetzt kommt einer von uns dran und es wird Varios Abfahrt. Ich schwör's dir, dann kotze ich im Strahl. Die kam heute noch gar nicht dran und ich bin glücklich drüber. Ich habe neulich Autogas eingestellt, da bin ich gar nicht mehr klar gekommen. Und dann habe ich gedacht, was habe ich jetzt gemacht? Nein, es ist halt auch so. Bitte? Du hast gesagt, du kotzt im Strahl. Brauchst du einen Eimer? Ach, genau, Dekadente. Ich habe im Stream angefangen. Ich habe eins fürs Wohnzimmer, eins fürs Schlafzimmer, eins für die Küche, eins für Discord, separates für den Stream. Ey. Ein Podium können wir bauen. Oh, Leute. Oh, lala. Jetzt können Reden gehalten werden. Können die Ziegenräten halten, oder was? Falls die Präsentation, die wir am Nachmittag besprochen haben. Ein Termin musste ich allein dafür schon wieder verschieben auf morgen. Also auf übermorgen, besser gesagt. Leute, das können wir wieder klippen. Das ist dann das nächste Thema. Dann habe ich mit dem Kollegen gesprochen und festgestellt, dass der Plan, den wir hatten mit unserem Projekt, der hat funktioniert. Irgendwann war es quack, quack. Und lieber Chat, mein Partner sitzt gerade nebenan. Und ich habe folgendes Gesicht. Dann war so, ihr dürft es gerne klicken, habe ich kein Problem. Wir halten es einfach immer Blue vor. Obendrauf war ich intelligent. Ne? Ich habe mir gedacht, hey, du hast den Akku bestellt, das Ding wiegt 5,5 Kilo, dazu kommt noch ein Solarpanel und bla. Das bestellst du dir so nah wie möglich ans Auto, wie geht. Geile ist, 2 Minuten Fußweg von meiner Arbeit ist ein GLS-Paketshop. Okay. Super. Habe ich dahin bestellt, alles kein Thema. Der irgendwie kommt da rein. Hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Das ist mehr als 5 Kilo. Hab den dann auf Arbeit gesteppt. Aufgemacht. Moment, kann ich. 15 Kilo Paket.
Nein, meine lieben ja. Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Es gibt zwei Akkus. Also zweimal das gleiche Ding. Sieht einmal so mit aus. Blei-Akku, AGM-Akku. Ich muss erstmal wieder auftauchen. Da bin ich. Akku. Ist tatsächlich auch getaucht. Ich habe mir das Lipo-Akku bestellt, weil ich will, dass ich es so schwer habe. Wo ist der Mari? Da ist der Mari! Ihr vorbei, wenn ihr auf WW, also World of Warcraft, ich steht. Ich halt zurückschicken und bla, das ne? Mein Follow da. Ganz, ganz liebe. Schon ärgerlich. Oder ätzend, besser ja, gesagt. Ja, Content besteht aus. Ja, so, wow! Und morgen auch wow! Wieder. Ach, in der Vorlesung stehen, wow. Hab dann nur noch Termine durchgehen wow. Und hab das um läuft als ASMR. Termine, wo ich keine Vorlesung fertig habe. Na super. Klingt nach Nachtschicht. Miri, diese Streaming-Idee wurde dir präsentiert von Cyberman. Okay. Wobei handelt es sich um einen bekannten deutschsprachigen Schriftsteller. Kafka, 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 Kafka. Aber ich werde es halt versuchen, morgen parallel zur Vorlesung zu machen. Und ja, dann schauen wir mal. Das ist halt. Wenn es morgen nicht parallel funktioniert, dann ist das halt so. Das wird schon. Chaka. Ja, ja, mein Gott. Ansonsten, ich werde mir morgen früh schon Brötchen holen. Auf dem Rückweg. Fürs Mittagessen, werde am Schreibtisch Mittagessen und dann beim Mampfen halt das machen. Ja. Das geht halt auch. Bitte was? Morgen Abend ist dann halt Weihnachtsfeier. Bitte was? Dass dieser eine Bus den anderen Bus passt? Kannst du das bitte nochmal wieder? Ich hab's gerade nicht verrissen. Anders formulieren. Morgen ab 15.30 Uhr ist Weihnachtskolloquium. Hat den ganz einfachen Hintergrund, dass wir Kolloquium-Moment und Vorträge haben, damit wir das finanziert kriegen. Das Reklamation in meinem gelernten Job nicht so unbedingt. Weil wir Finanzmittel für Kolloquia und so weiter anfordern können. Oh Mann. Weil wir, also ein Laufgelage können wir halt nicht abrechnen. Ja gut, das stimmt. Ja? Ein Kolloquium kannst du über die Uni natürlich finanzieren. Ja, das stimmt. Also von daher. Clips machen mich heute wieder wahnsinnig. Was denn? Die hängen ständig und ich weiß nicht warum. Ja, muss man das mal irgendwann in Ruhe angucken. Also ich möchte mal ganz kurz Kritik äußern. Ja, willst du gleich mitzocken oder bist du abgelenkt? Ich will auf jeden Fall mitzocken. Okay, dann kann ich ja schon mal. Kann ich mir auch machen. Ganz laut geschnarcht. Ich werde einfach noch die zwei Stunden bis zum Schlafen gehen, einfach durchzocken und passt schon. Einfach ablenken. Ja. Einfach die Krise mit mir zusammenkriegen. Genau. Leiser. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, wir sind noch unter uns, ne? Noch sind wir unter uns, warte. Nein, sind wir nicht. Warum auch immer. Hat er gerade umgestellt. So Leute, jetzt ricken wir das Game. Ja, Morty. Und jetzt wird so übel, jetzt kommt einer von uns dran und es wird Marius Abfahrt. Ich schwör's dir, dann kotze ich im Strahl. Die kam heute noch gar nicht dran und ich bin glücklich drüber. Das ist doch der irgendwie immer sagt, hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Genau. Und dann am besten immer dumm in die Wäsche schauen. Moment, kann ich. Nein, meine lieben Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Sieht so aus. So ist es aber nicht. Bin ich froh, dass Reklamationen in meinem gelernten Job nicht so ohne weiteres möglich sind. Bestatter? Einen wunderschönen
guten Abend, meine Freunde. Na, geht's euch gut? Ich mach mal hier eben die Musik aus. So. Ich hoffe doch und Hallöchen, Luke. Der liebe Kuro sitzt auch schon im Discord. Den holen wir doch auch mal dazu. Hallöchen, Kuro. Eine herzerfrischende Moine Moine. Der Moine Moine. Ich muss mal eben gucken. Ich kann, glaube ich, die Musik etwas lauter machen. Dass man sie auch hört. Das wäre auf jeden Fall praktisch, dass man die Musik hört. Du bist auch unfassbar leise. Muss ich auch gleich mal nochmal gucken, was da jetzt Phase ist. Warte. Wie gesagt, anderes Headset, das hat sich mal wieder. Natürlich. Na, ich stell dich einfach mal auf 70. Ne, auf 80. Ja. Wird schon passen. Ja, geht doch. So. Ich glaube, wir haben schon genügend uns ausgetauscht. Alles gut. So. Herr Kuro, wie weit sind Sie denn? Ich muss die Playsee noch starten und stecke in der Runde Hearthstone fest. Ja, das ist also nicht schlimm. Fall mal die ersten zwei Runden ohne mich rein, ich bin sofort da. Okay. Ich spiel Piraten, kann nicht so lange dauern, bis ich rausgeflogen bin. Okay, alles klar. Und vielen lieben Dank, Kuro, und auch an Luke fürs Reinbuttern in die Community-Herausforderung. Ich bastel mir hier noch eben kurz das Spiel rein. Heißt noch Planet Zoo drin gewesen. Schockschwere Not. Hallöchen, ja, Freaky Airliner. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Reinbuttern in die Community-Herausforderung. Halbzeit. Ihr habt es schon geschafft, die Hälfte voll zu machen. Ach halt. Ich bin ja alleine. Moment, dann kann ich ja auch hier diese Geschenksuche spielen. Und mit dem Controller wieder die Krise kriegen. Wie geht's dir, Freaky? Geht's dir gut? Hattest du einen schönen Mittwoch? Du bist aber in die Jahre gekommen, wenn ich auf dein Avatar schaue. Oh ja. Oh ja. Vari ist ein alter Sack. Schon ein bisschen mediengeil. Nein, gar nicht. Hallöchen, Ryuka. Na, vielen lieben Dank für deinen Lurk. So, Vari und Controller und diese Strecke, das kann was werden. Uah. Nein. Oh, danke fürs Zurückschmeißen. Jetzt lass mich doch da drauf. Das war gekonnt. Ja. Das war nicht gekonnt. Huhu. Entschuldigen Sie, lassen. Ach, kommt schon. Ihr Sausäcke. Lasst mich durch, ich bin ein Vari. Hast du dir selber den Weg versperrt? Das ist okay. Damit kann Vari leben. Minus 6.11. Nein, jetzt lass mich doch da durch, Mann. Ja, schubst mich halt in die Richtung. So, können wir mal drüber sprechen, dass ich da jetzt nach oben geschossen werden möchte? Danke.
So, Ziel. Das war... Zum Schluss ging es noch smooth durch. Ich habe vor kurzem das erste Mal Vollgeist gespielt. Gefällt mir. Ja dann, Luke. Komm ran auf den Meter, wenn du Lust hast. Ich kann's nicht gut. Und es ist mir scheißegal. Ich reiß alle mit ins Verderben. Bist du denn noch weiter in der Runde, Jana? Ja, ich bin noch weiter. Perfekt. Ach, du bist auf der Arbeit. Oh je. Aber dann versüße ich dir wenigstens ein bisschen die Arbeit nebenbei. Dann mach ich mir noch grad schnell einen Tee. Mach das. Daisy ist schon da. Sehr gut. Machst du gerade... Ach, im Homeoffice. Ah, ja gut. Gibt Schlimmeres. Ja, schon was man im Homeoffice machen kann, machen muss, kann man halt auch nebenher zocken. Eigene Erfahrung und so. Ja, kommt immer drauf an, was du im Homeoffice machen musst. Und da ich dich beim Tee machen jetzt höre, hast du ein schnurloses Headset. Creepy. Oder auch nicht. Doch, habe ich schon, aber ich hatte nasse Hände und wollte deswegen nicht ans Mikro zum Entmuten. Achso. Ja. Ich mach den Vari, ich nehme euch mit auf Klo. Wow. Aua, nein. Ach, diese Kamera macht mich wahnsinnig mit dem Controller. Moment, das muss ich mal eben kurz mit Tastatur und Maus spielen. Also das ändert nichts an meinem Scheitern, aber... Ja, ich habe mir halt für auch Homeoffice jetzt mal gegönnt, mir so ein Jabra-Headset geholt. Mhm. Und ich hätte die halt mit Kabel nehmen können oder ohne mit Kabel. Und da ich immer irgendwie sitze beim Arbeiten und da immer das Kabel in den Weg war in der letzten Zeit... Jetzt lass mich doch da... Ach komm. Nimmst du das ohne? Ja. Kostet so viel mehr auch nicht. Lass ich dich noch in Ruhe Tee machen. Bist du rausgeflogen? Ja. Das schon, machen müssen, nein. Hab nur so viel zu tun, dass ich gerade nicht den Stress ab kann, ins Office zu fahren. Ja, muss ja auch nicht sein. Luke, ist doch alles fein. Bei mir gibt's leider diese Homeoffice-Option nicht. Bin ich ein bisschen belastend. Ari macht den Baumarkt bei sich zu Hause auf. Jetzt mal ganz ehrlich, das meiste davon könnte ich auch von zu Hause aus beraten. Gib den Kunden einfach ein Handy in die Hand mit FaceTime und gut ist. Oh, Santa Mari, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Oh Gott, du knackst aber gerade übel. Uiuiui. Ich bin am anderen Ende der Wohnung. Ich mute mich. Ach, alles gut. Ich bin mal rotzenfrech und lade mal Schote mit ein. Und jetzt gucken wir mal, wo ist er denn, der Guru? Oh, Schote möchte mitmachen. Hallo, Schote. Jetzt muss ich nur noch den Kuro finden. Ich bin gerade zu blöd dafür. Weil ich noch nicht im Spiel bin, findest du mich auch noch nicht. Ich schicke dir einfach die Anfrage immer auf Steam. Ja, das bringt halt nichts, weil ich in Steam das Spiel nicht habe. Solo-Show, Trupp-Show. So, jetzt ist die große Frage. Wie viel hört ihr gleich von dem Scheiß? Das weiß ich nicht. Wow, beinahe hätte ich Marokko ein Fallrückzieher-Tor zum Ausgleich gegen Frankreich gemacht. Was? Ach, beinahe hätte Marokko ein Fallrückzieher-Tor zum Ausgleich gegen Frankreich gemacht. Ach, das ist ja immer noch WM, stimmt. Ich kriege da so wenig von mit. Ich weiß, dass Deutschland raus ist. Ich habe es sehr lustig gefunden. Entschuldigung, könntest du bitte Spoiler-Alert vorher sagen? Nein, das habe ich auch mitgekriegt. Ich
Nee, das ist das falsche Unterteil. Ich möchte das. Genau. So. So, hörst du Musik bei mir im Hintergrund? Also ich nicht. Perfekt. Dann lass ich's so laufen. Jetzt bin ich da. Theoretisch, praktisch, weiß nicht. Also Einladung ist auch schon raus, mal gucken. Jetzt. Ja. Da ist er. Schau mal, wie das gut das dann jetzt geht. Ich würde es Marokko gönnen, ins Finale einzuziehen. Schade, dass Costa Rica nicht gegen Deutschland gewonnen hat. Dann wäre Spanien auch in der Vorrunde gleich rausgeflogen. Ja, das ist richtig. Ich habe aber die WM nicht verfolgt. Wobei ich bei Marokko halt schade finde, wie... Sorry, kacke Fans manchmal sind dann. Das war... Sind das die, die in Belgien... Belgien und Frankreich so ein bisschen ausgerastet sind, ja. Ah. Hm. Unter anderem. Das ist etwas, was ich beim Fußball oder beim Sport allgemein nicht verstehe, wie Fans so komplett immer eskalieren müssen. Also so negativ eskalieren, ne? Also man kann sich freuen, man kann meinetwegen eine Stadt dann in den Nationalfarben einfärben, wie auch immer. Sie nicht gegenseitig auf die Fresse hauen. Das gehört sich nicht. Ja, definitiv. Ein Wettrennen. Oh, das ist ja lang her, dass wir das nochmal hatten, ey. Oh ja. Ich entschuldige mich jetzt schon bei Schote und Kuro und einem eventuellen Random, den wir mit dazu gezogen haben. Was heißt hier eventuell? Wir haben einen Random dazu. Ja, nicht zwangsläufig. Stimmt ja, das kann ja auch. Wir können auch einen Nachteil mit dreien haben. Oder Vorteil, wie auch immer. Aber wir sind zu viert. Ihr denn da lang? Okay. Ja, natürlich jietet er dadurch, weißt du? Alter. 51? Du bist schon im Ziel, alles klar. 33. Ja, solche Fans gibt es überall, das ist richtig. Ist es trotzdem schade für den jeweiligen Sport. Oder Gruppe oder Vereinigung, wie auch immer. Ja. Was macht der denn? Okay. Da hat er einen Lag. Wenn ihr irgendwas von der Musik von meiner Seite aus hört, dann sagt mir Bescheid, ne? Das muss dann der Chat machen. Hallo, hallo Schote. Es tut mir leid, ich bin einfach rotzenfrech gewesen und ich dachte mir, er ist online. Er kann ablehnen, also laden wir ihn ein. Wenn es bei dir gar nicht passt, wie gesagt, du musst nicht. Frechheit siegt immer, immer, Schote. Ich habe doch vom Besten gelernt. Das schon. Manchmal ziehen sich irgendwelche die Trikots eines Landes an, um dann zu randalieren. Schorte, ja, ist er. Kitzel ihn nicht zu dolle. Hat er wieder Angst, der Kleine? Och, fuck, ey. Schorte, Kuro, ihr müsst das machen. Oder ich habe jetzt einen ganz hellen Moment und gehe hier flawless durch. Ich bezweifle es, aber... Oh je. Ich habe gerade auf den Bildschirm geguckt. Kann ja da super werden. Das ist mein Waterloo hier. So. Concentration. Nein.
Ach komm, ey. Ja, genau, ist klar. Jetzt halt dich doch da fest, du blödes Ding. Irgendeiner ist im Ziel? Ihr macht das schon. Nein. Still alive. Nein. Nein. Ich hasse dieses Level. Leute. Ach komm. Hey, das kann ich inzwischen schon flawless. Ich wechsle jetzt auf die Tastatur, weil es ist mir leid. Na, warte. Nee, doch nicht. Lass mich da hoch. Jetzt einfach flawless da durch. Nein. Nein, scheiße. Warten. Ja, nochmal. Und jetzt rüber. Nein. Nee, zweimal springen auf dem oberen. Lass mich mit meinem Hummelskopf da hoch. Können die da nicht einfach einen 10 Jahre... Nochmal, oh Gott. Nochmal. Nein. Wenn du auf dem oberen bist, ein bisschen weiter nach vorne springen erstmal und dann rüber hüpfen. Nö. Ja, komm, später. Nein, ich quäl mich durch mit dem Controller. Ich bin Controller-Legastheniker. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, das einfach mit dem Controller durchzuziehen. Ich kann aber auch hier gleichzeitig dann auf Maus und Tastatur switchen. Aber, Fun Fact am Rande, mit Maus und Tastatur wäre das genauso beschissen gewesen. So, was hatte Schote eben geschrieben? Frechheit siegt. Ist Kuro hier Mod? Genau. Dann ein Pfeif. Das Schöne am Mod sein ist halt, man sieht alle Nachrichten und nicht die, seitdem man da ist. Es ist für mich ein Befehl. Ich weiß. Das zum Beispiel ist jetzt ein Level... Da werden wir alle verkacken. Ich ziehe das jetzt mit dem Controller durch. Ja, ja. Das ist klar, aber wir werden trotzdem alle verkacken. Nee, so klar war das nicht. Ich war kurz am Überlegen. So, scharfe Kurve. Ja, kürzt alle ab. Ich mache das Level so, wie es der Entwickler vorgesehen hat. So, warten, laufen, warten. Oh Gott. Alles klar, hier fliegen irgendwelche Zimtrollen rum. Das hier ist so mein Killer hier. Nein. Nein. Ja, ist klar. Nein. Oh, ich bin in die Lücke gesprungen. Nein. Das war kurz Backenkneifen. It's hammer time. Oh. Lass mich durch da. Danke. Was machen die Dinger? Okay. Jetzt einfach nur hier. Halt. Lass mich durch da! Ich hab's geschafft. Ist mir scheißegal, wie, ich hab's geschafft. Wir sind raus, es ist okay. Aber ich hab's geschafft. Das ist die Message.
Nice, nice, nice. Jetzt bin ich aber auch fertig. Wir waren raus, ne? Ja. Verdammt. Ich muss mal gleich kurz shoppen gehen und gucken, was da so angekommen ist. Okay. Ach so, wir hätten uns anstrengen sollen. Hallo, ich nehme das ernst hier, Schote. Sau, sag du. Globe Rider gibt es mit einer Regenbogenbrille. Ich gebe kein Geld aus aktuell. Ein geknittetes Obermuster, das ist auch süß irgendwie. Alles gut, Schote. Ich mache hier keinen einen Vorwurf. Für mich, ich habe den Abend schon meine persönliche Krone gewonnen. Ich habe dieses Level geschafft. Wenn ich jetzt noch das andere Laser-Dings-Bums da, Schleimkraxel-Teil da, auch noch hinkriegen sollte, dann werde ich meine Vollgeist-Karriere beenden. Schade. Das ist wirklich schade. Ich zitter richtig. Alter Vater. Nun. Könnte aber auch die Kälte sein. Vielleicht sollte ich einen Pulli anziehen. Genau, Zenit erreicht. Mehr muss ich nicht. Dann kann ich mir neue Spiele raussuchen, bei denen ich verkacke. Also, alle anderen. Kuro aktualisiert sich irgendwie. Nee, doch nicht. Doch. Ich hab ein neues Muster. Luke? Also, bevor ich nochmal... Also, Moment. Er muss ausholen. Die Stammzuschauer wissen, ich hasse Harry Potter. Damit das Nachfolgende noch mehr Gewicht kriegt... Bevor ich nochmal Rocket League spiele, spiele ich das neue Hogwarts Legacy Spiel. Challenge accepted. Nee, das... Ah! Ich hasse Rocket League, das kannst du nicht vorstellen. Nee, ich mag halt Harry Potter nicht, Schote. Also, nichts gegen das Spiel. Ich bin ja auch mit einem Partner zusammen, der Harry Potter mag. Dinge passieren. Bari? Ja. Achso, sorry, ich dachte, was du da. Alles gut. Eine dumme Frage. Fortnite funktioniert das bei dir? Ich habe seitdem ich einen PC neu gemacht habe, nicht mehr installiert. Schade. Ich spiele auch nie wieder. Schritte. Echt? Ja, also, ist nicht gestartet. Also, Blue kann es spielen und streamen. Naja, gut, er kann es spielen. Sagen wir es mal so. Okay. Streamen spackt's immer. Ja, okay. Ich spiele auch nie wieder Rocket League. Nach 5 Minuten wurde mir speiübel. Kann ich nachvollziehen. Aber ich habe super tolle Paraden gemacht, indem ich nicht am PC saß. Muss man auch erstmal schaffen. Und in meiner Rocket League-Karriere, die ich ja so als Profi-E-Sportler gemacht habe... Habe ich es geschafft, ganze 3 Tore zu machen? Jetzt lasst mich doch mal hier durch, Mann. Ich übe schon mal für das andere Level. So, hallo. Umgegangen? Nee, ich hab's versucht, bin dann gescheitert und ja. Na so. Lass mich den Frieden. Warte mal. Ach, okay. Ziel. So. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich gemacht habe. Ich glaube 33 oder so. Ja, du hast knapp davor. Oh, wir haben einen Otten dabei. Otten. Da habe ich mir eben auch überlegt, ob ich den haben will, weil der ist eigentlich schon echt putzig. Der ist echt putzig. Was macht der denn für Moves?
mehr Tore als ich? Ja, das waren aber auch mehrere Spiele. Ich glaube, den einen Abend haben wir 8 Stunden Rocket League gespielt. Es war eine Community-Herausforderung. Und die besten Paraden habe ich gemacht, als ich AFK bin. Das sind ja auch in den Anfangsclips sind die mit dabei. Außer das eine Tor. Da war ich echt sauer und wütend. Aber ich habe ein Tor hingekriegt, weil die Gegner schlechter waren wie ich. Und nein, wir sind ausgeschieden. Scheinbar. Warum? Scheinbar waren die anderen noch besser als wir. Ich hätte nicht lästern sollen. Was kosten die Orten? Genau. Gucken wir trotzdem mal in den Shop nochmal rein. Was haben wir denn da Schönes? Den habe ich mir vorhin schon geholt, den Skifahrer. Der Elch ist, das Rentier ist ja auch süß. Das ist dir leid, das Geld. Wieso will man SpongeBob-Skins haben? Weiß ich nicht. Nee. Nicht dafür, ne? Nee. Genau. Hallöchen. Wie nenne ich dich denn heute? Kornbasierter Fettabsorber? Nein, das klingt nicht nach mir. Ich glaube, Salatbehausung habe ich ihn schon mal genannt. Nee, Essiggurkenbehausung hatte ich ihn gestern genannt. Wie geht es dir denn, meine fleischlose, vegane Alternative für Fast Food? Geht's dir gut, Burger? Und ja, von der Parade, was? Ein Spieler ist in der Gruppe, hat die Spielersuche abgebrochen. Wer? Geht's dir gut? Ich nicht. Wie geht's dir heute? Vielleicht war's ich auch versehen. Kann auch sein. Aber nee, dann hätte ich die Meldung nicht gekriegt. Wahrscheinlich verklickt. Und Tore schießen, ja, in Rocket League finde ich auch, ist das übel. Vor allem, wenn man da jetzt erst mit anfängt. Ah, Schote war's. Kuro hatte gerade okay geklickt, als ich nochmal umziehen wollte. Ja, und der Clip bei Rocket League, der musste mit in die Clips rein. Erstens war es witzig und zweitens bin ich da verdammt stolz drauf. Auf diese scheiß Kritik-Tor da. Aber Getting Over It, Schote, werde ich nicht spielen. Was ist das? Da sitzt ein oberkörperfreier Mann in einer Schüssel und muss sich mit dem Stock irgendwelche Hindernisse hochkämpfen. Und wenn du runterfällst. Ding, wo du nur sozusagen diesen Pickaxe da. Ja. Diesen Pickel durch die Gegend trinken. Oh Gott. Mhm. Da ist es wahrscheinlicher, dass ich. Alt F4 oder so. Alt F4 spiele. Ja. Da ist jemand aber ganz schön knatschig hier unten. Ich habe von Missy gelernt, man soll hüpfen, dann kommt man weiter. Oh Gott, nicht wenn eine Erdbeere in der Fresse geschossen wird. Ich bin in meinen Kopf geflogen, ich hab den Helm auf, alles gut. Porsche ist happy. Hui! Halfpipe. Ich nehme auch jede Seite der Halfpipe mit, ey, meine Güte. Dito. Entschuldigung, da bin ich mal kurz ins Stolpern gekommen. Andere Seite. Nein, verdammt. Nein! Oh, come on, das kann nicht wahr sein. Weiß nicht, wie ich das jetzt auf einmal so schnell geschafft habe, aber ich bin ins Ziel gekommen.
Oh, wir sind Erster. Also entweder hat der Random komplett gut delivered. Oder wir sind unschlagbar. Easy. Alles im Griff, genau. Von der Schote schneide dir eine Scheibe von BK ab. Ich spendiere dir ein paar Kronen. Hm. Ach, wir haben Platz 2 und 3 gemacht? Ja, sehr schön. Gutes Team, gutes Team. Aber Burger, wie geht's dir denn? Spuck's aus. Mhm. Und es lädt, und es lädt, und es lädt. Hä? Puzzlepfad. Folge der Linie, die zum richtigen Ausgang führt. What the fuck? Das kenne ich nicht. It's time for Tastatur und so. Oh Gott. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Okay, wir sollen Schote hinterher. Dann bin ich mal Doppelschwanz fixiert. Schote ist gelbes Dingspiece. Schote ist da links rein. Ach so. Schote ist da rein. Du verstehst das? Ich nicht. Ich laufe einfach nur Schote hinterher. Die Linien geben dir an, welches Tor du musst. Ah. Da rein. Ich hab mir schon gedacht, so nach Prinzip. What the fuck? Das ist jetzt, wenn man ins Falsche rennt, kommt man wieder oben an. Oh, da kommt man weiter oben an. Heilige Scheiße. Welches war das hier nochmal? Ist da. Ist blau richtig? Keine Ahnung. Das da? Links. Das da? Warte, kann ich nicht. Ich guck einfach. Warte. Nee, war's nicht. Fuck. Ja, da. Nein, das nicht. Das rechts. Das geradeaus, genau. Doch, das ist doch richtig. Da, ein weiter. Da geradeaus. Und da zurück, genau der da. Hui. Ach, nur so ein Tipp, wenn du ja. diesen Hechtsprung machst, wenn du da drin bist, dann gleitest du weiter. Ah, okay. Gut zu wissen. Ist mir auch aufgefallen. Dann machst du so einen Bauchrutscher à la Tux-Pinguin. Okay. Lecker geht's. Kränkelei fast abgeschüttelt. Und dir so? Mir geht es bestens. Mir geht's blendend. Ja, wir sind ausgeschieden. Schade, es tut mir leid. My bad. Warum hängt hier das Blendscreen bei mir? Hehe, anfangs schön Schote hinterher und beim letzten einmal selbst entschieden und zurückgeschleudert worden. Yep. Es war mein Fehler. Da kam mein Egoismus mir in den Weg. Wie weiß Schote das so schnell? Hinterfragen wir nicht. Schote ist einfach der Führer in dem Punkt. Habe ich irgendwas Tierisches zum Anziehen? Ich möchte irgendein Tier jetzt darstellen. Da komme ich doch mit. Habe ich dafür das passende Unterteil?
Ich bin wieder das Kroko. Das war das falsche Unterteil, verdammt. Ich habe leider kein Dunkelgrün gerade gefunden. Von der Mitte geht immer ein Weg. Also auf den Bogen gucken und schnell der Linie folgen. Von der Mitte geht immer ein Weg weg. Hm. Okay. Also wie so ein Maze. Es ja, ist, genau, ist das ein Maze, aber die Geschwindigkeit hätte ich im Kopf nicht hinbekommen. Nee, ich auch nicht. Darum. Also das ist ein Weg war und so, ja klar. Aber die Geschwindigkeit hätte ich im Kopf nicht hinbekommen. Vielleicht werde ich heute zu alt. Ach, heul leise, Chantal. Also bitte. Yay, Rennen laufen. Das ist cool. Das mag Vari. Das ist simpel. Selbst wenn er ausschaltet, ist das okay. Wir haben ein Rentier mit dabei. Wir sind quasi in der Animal Gang. Tierisch lustig. Das war voll auf die Fräse. Boah, kannst du mal deinen Hintern mitnehmen? Nichts kann mich stoppen! Außer vielleicht so Durchhüpfdinger. Und ein Hammer in der falschen Richtung. Ab durch die Mitte, sage ich dazu noch. Das war auch zart. Oh, das war knapp für den Gelben. Hm. Hm. Hup, hup, wir sind weiter. Yay. Nein, ich möchte nicht verlassen. Wieso hat er mich rausgeschmissen? Ich hab nicht verlassen geklickt. Ich warte auf euch. Macht mal weiter. Ich habe nicht auf Bestätigen des Verlassens geklickt. Na, schauen wir mal, was wir hier reißen. Ach, ihr macht das. Ich unterhalte mich derweil mit Burger. Nein, 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 nein. Ihr müsst nicht raus. Macht einfach weiter. Sammelt die Erfahrung. Alles fein. Ich kann mir in der Zwischenzeit angucken, was ich noch alles irgendwie schaffen soll. Da gibt es ja so wunderbare Herausforderungen für Vari. Schließe täglich Herausforderungen ab. Erreiche Runde 3 in einer beliebigen Show. What?
Wenn wir denn wöchentlich schließt ihr wöchentliche Herausforderungen ab. 5 Stück. Gewinne in einer beliebigen Show. Ja, sicher. Laufe in beliebigen Runden 30.000 Meter. Boah, das kriege ich hin. 18. Diene in Runde 3 in einer beliebigen Show. Medaille. Verdiene in der zweiten oder einer. Ja, aber doch, es geht tatsächlich so schnell, das zu gucken. Also nicht ganz so schnell wie die anderen. Also von der. Mit ein bisschen Übung. Ach, hattet er wieder das Mace-Ding? Ja. Was ist denn der Marathon? Ich habe keine Ahnung, was der Marathon ist in Fall Guys. Googeln wir ja, gleich sonst mal spielen, wenn das nee, denn da gibt es keinen Showmodus, der Marathon heißt. Marathon Fall Guys. Schau mal auf deine Aufgaben. Das mache ich, wenn Schote sagt, das soll ich machen. Hier oben ist dann, schließe Marathon-Herausforderung ab. Schließe Marathon-Herausforderung ab. Ach so, das ist das da drunter. Ah, oh, oh, okay. Entschuldigung, habe nichts gesagt. Hab's verstanden. Dankeschön. Bin noch von alleine drauf gekommen. Oh, yeah. Hüpferei. Schließe spezial täglich Herausforderungen ab. Spezial, ach, das ist die hier oben. Weißt du, Vollgeist dachte sich auch, komm, wir machen das verschachtelt, ja. Aber 10 von 10 verschachtelt. Gewinne in einer beliebigen Show 15 Mal, ja genau. Ja, für die Leute, die ewig viel spielen. Oder das können. Da kommt halt dann die Quantität durch. Ja. Habe ich nicht irgendein Kroko, ein dunkles grünes Muster? Das hier vielleicht. T-Rex würde sonst noch ganz gut passen, das Muster. So. Jetzt habe ich ein dunkelgrün. Ja, das sind Herausforderungen definitiv, die für mich gemacht sind. Aber sowas von nicht. Kleines Fixding. Entschuldigung. Oh, das ist okay. Er hat mich ganz kurz festgehalten beim Abspringen und dann bin ich rausgeflogen. Das tut mir leid. Das ist halt so, wo ich mir dann denke, das ist so richtig arschig. Solche Spieler kann man melden im Übrigen wegen unsportlichem Verhalten. Ja, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ja, das ist doch. Ich habe halt drauf geguckt, dass ich springe, dann waren wir im Pulk von 3 Leuten oder 4 Leuten, dann war ich raus. Wow. Das Geile ist, ich kann nicht raus. Okay. Wenn ich auf OK drücke, geht er nicht raus. Habe ich es vielleicht kaputt gemacht? Exit, Kreuz drücken für ja. Exit. Na, danke. Ich verifiziere mal eben, dass die Show richtig ausgewählt ist. Ja, Truppshow. Sehr gut.
Ich drücke nichts. Das hast du sabotiert. Gib's zu, Dom. Na, findet sich noch der letzte Spieler? Nein. Der Wipfel wäre wahr. Der ist machbar. Auch für einen Vari. Der ist Vari-approved. Es müssen nur 20 schlechter sein wie ich. Kriegen wir schon irgendwie hin. Zum Not springe ich einfach von den Dingen runter. Nein. Soll ich einfach mal für einen Flex obenrum versuchen? Doch. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du runterfällst. Dann läufst du halt unten weiter. Ja. Mach ich ja genauso. So. Lasst mich mal da lang. Nö. Oder zu kurz so gesprungen. Machst du ihn wie ich. Ich bin auch runtergefallen. Frösche sind Freunde. Frösche sind Freunde. Viele, viele Stangen. Boah, das ist ein fucking aufschwingendes System. Mein Gott. Oh, dieser Vogel kann nicht fliegen. Da wäre ich fast aus dem Level rausgesprungen. Upsi. Finally. Danke sehr. Ah! Wo kam das Rhino her? Sausack. Das Rhino. Asreno. So. Tschüss, fresst oh, meinen Sternstaub, ihr Schweine. Immer schön durch die Mitte. Man muss auch Glück haben, Kuro. Das sah bei mir irgendwie gekonnt aus. Der hat einen Haifisch am Fuß. Komisches Muster. Jetzt haben wir auch noch so ein hässliches goldenes Huhn mit dabei im Team. Also ich kann ja drüber hinwegsehen, dass Kuro so ein Rabe ist. Kann ich ja noch drüber hinwegsehen, aber ein goldenes Huhn. Große Vans, okay, das ist eines der Minispiele, das spiele ich mit Maus und Tastatur. So, Controller mal schön zur Seite. Obwohl, nee, komm. Challenge accepted. Ich versuche das jetzt heute echt durchzuziehen. Vielleicht werde ich ja irgendwann mal warm mit diesen Controller-Dingern. Was hast du eigentlich für einen? Ein Xbox-Controller in weiß. Ah. Liegen gut in der Hand, die Dinger. Also ja. Ja doch, das stimmt schon. Das sind verschiedene. Oh, das ist doch Dreck. So, Hürde 1 geschafft. Hürde 2 geschafft. Tschüss. Wer auch immer das von uns war. Das Kroko? Oh Gott. Da sind auch noch Fans. What the fuck, Alter? Die kann man doch nutzen! Oder auch nicht. Ja, nur dass wenn der Luftzug etwas
unerwartet kommt, dann bläst man das mal halt komplett gegen die Wand und hietet ein etwas zur Seite. Da war ich zu schwer. Ich muss nicht ins Ziel kommen, ne? Wir sind gerade Achter. Okay, scheiße. Du doch. Tschüss. Versuch mal später zu hechten, also weiter fliegen. Hätte ich eh nicht mehr geschafft in 11 Sekunden. Sorry. Upsi. Jupp, solange du nicht hechtest, kannst du deine Bohne noch ein bisschen steuern. Okay. Ich nehme alle Tipps, die ich kriegen kann. Wir sind raus, oder? Ja, ne? Ja, ja. Das heißt, diesem Weihnachtsmann geht's hier weiter an den Kragen. Aber die Minispielauswahl ist heute wesentlich bunter als das letzte Mal. Hallöchen, Ark. Na, wie geht's dir? Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Varys Bohne schreit immer ah! Er scheint immer ah! zu schreien, bevor er sich mutig in die Tiefe stürzt. Oh ja. Oh ja. Bestens, danke und selbst ebenfalls einen schönen freien Tag heute verbracht. So muss es sein. Da kann es einem nur gut gehen. So. Schlaue Menschen haben mir vor ungefähr 45 Minuten gesagt, man soll hechten. Dann würde man Schleim drauf. Dann würde man besser runterkommen. Machen wir das doch mal. Bounce. Geiles Spiel, ehrlich gesagt. Oh ja. Ich mag die Musik dazu. Ich mag, dass es physikalisch sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Oh, da war eine Beschleunigung. Ha, 52 Punkte. Wupp, wupp. Und Abfahrt. Rutschen kann ja, ich. Ich brauche noch ein bisschen. 22. Sehr gut. Oh, das Shihasi hat Probleme. So, und jetzt testen wir Sachen. Gott. Und da muss er ihn nach innen ziehen. Genau, dann geht's da nämlich schnell ins Ziel. Oh nein, den hätte ich melden können. Der stand am Anfang noch auf Karo. Verdammt. Verdammt, ich lass nach. Ach, Vari. Ja, sorry. Fuck.
Also wenn ich das Spiel schon nicht kann, aber nice. Reporten kann ich. Nice. Was ist jetzt los? Hä? Mir wurde gesagt, dass die Powerbank, die ich gerade gekauft habe, keinen Laptop laden kann. Mhm. Das gilt halt für große Laptops, aber nicht für meinen Lütten, der nur 45 Watt braucht. Der lädt gerade damit. Okay. Oh, jetzt neu mit Reifen dazwischen. Okay. Ah, das gleiche nochmal. Nur mit Reifen dazwischen. Benutze A und X, um mit einem Hechtsprung durch die Reifen zu rutschen und Punkte zu erzielen. Ach du Unten Kacke. Und Mitte rutschen. Mhm. Bester Weg. Wo auch immer. Ich hab's nach oben geschafft. Warum krieg ich keinen Punkt dafür? Ah doch, ich krieg wohl Punkte dafür. Bei mir triggert diese Puff-Animation nicht mehr. Ja, bei mir auch gerade nicht. Hallo, ich häng hier. Ah, ich bin disconnected. Oh nein. Schwebe durch den Raum. Na, wow. Fuck. Hallo, Kroko. Mach mal Rutschi. Qualifiziert. Nice. Bist du wieder da? Oder schmeißt du dich jetzt komplett raus? Ich bin halt aus dem Spiel geflogen. Hm. Ich bin offiziell noch, also ich bin wieder in der Lobby sozusagen. Hm, okay. Dass man da nicht nachschauen kann, ist doch auch doof. Das ist richtig nervig. Okay, Sprungclub. Mhm. Spring über den Drehbalken und fall nicht in den Schleim. Gut, das kennen wir ja noch. Wenn der Rahmen drumrum ist, dann fallen auch nicht die Bodenplatten weg. Ja. Wie viele müssen ausscheiden? Ich habe hinter diesem Balken halt nichts gesehen. Ja, auf! Aber ich weiß jetzt nicht, wie gut mein Internet funktioniert gerade. Ach, weil man mich festgehalten hat. Schotorock, das jetzt. Ich bin kurz einmal weg. Jo. Ah, Schotex, sehr gut. Gut gerettet. Nein, schade, Schote. Last man standing. Was passiert jetzt? Ach so, weil er am längsten jetzt ausgehalten hat, gibt es dann rückwirkend für die... Dann und dann bin ich runtergefallen. Zeit. Punkte oder so. Okay. Vier Trupps qualifiziert. Das könnte Finale werden, oder? Nee, noch nicht. Knall.
Galantis, überlebe so lange wie möglich in einer zerstörten Arena. Wirf Knallbälle nach anderen Spielern, um sie in den Schleim zu schicken und falle dabei nicht selbst herunter. Wow, da ist aber viel los. Kann man hier nicht einfach stehen bleiben? Gib mir mal so eine Bombe, ich möchte mal was ausprobieren. Verdammt, ich habe zu tief geschürft. Hallöchen, Nurai. Na, geht's dir gut? Das ist gut, wenn es hier so weit passt. Ach du Scheiße, das Ding kippelt ja bis zum Tod. Uah. Lasst unseren Teammate, Mann. Schaut euch mal an, ihr seid schon grün. Geht baden. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, Schote. Aber Kuro, wir sind wieder ready. Wir sind raus. Wenn noch jemand mitspielen möchte, kann er sich gerne melden. Komm mal. Abletzerl hätten war frei. Wir erwarten nichts und können auch nichts. Also ich zumindest. Bin da. Mhm. Also wenn jemand mitspielen möchte, einfach im Chat sich melden. Kann er gerne mitspielen. Wenn du noch jemanden hast, der mitspielen möchte und der nicht komplett Rage quittet, wenn ich Scheiße baue, ja, gerne. Gerne. Ja, frag ruhig mal in Ruhe. Können wir ja noch ein Rötchen spielen vorher. Genau. Was? Wieso kriege ich jetzt verfügbar? Spiel, was machen Sachen? Schota hat sich umgezogen. Er hat sich jetzt mit Ketten beschwert.
Wipfelwirrwarr. Das liegt mir. Das ist die coole Art der Trampolindinger. Auf die Frösche. Nee, ich finde die Strecke einfach irgendwie smooth. Das ist nicht so ein ja, alles gut, 10 von 10 Abfuck mit diesen Trampolinen da, wenn du da irgendein Parcours mit Trampolin hoch musst. Ja. Ich würde es sogar schaffen, bei diesen komischen Rädern da oben rechts und links auf diesen Hobbeln da hängen zu bleiben und drauf zu stehen. Ich finde hier kuriose Wege. Da kannst du nicht stehen bleiben. Ich würde es hinkriegen. Hinterfrag meine Fähigkeit nicht, dann lass mich nicht hoch, ist okay. Lasst mich durch. Ups. Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Alter, ich gehe jetzt hier mit jeder Stange auf Tuchfühlung, oder was? So. Lass mich in Ruhe. Nein! Nein! Oh, come on! Ming! Weggejietet! Hier sind jetzt noch mehr Wind. Oh Gott. So, die Mitte habe ich perfektioniert. 16, ich war genau in deinem Hintern. Wenn dieser Skihasi da tatsächlich durchläuft durch so, durch so eine Schleimrutsche, sieht das wirklich wie Skifahren aus. Ist schon süß. Ding, ding, ding. Und Vollgeist-Entwickler, ich hab's heute noch nicht gesagt, bringt einen Panda ins Spiel und ihr kriegt Geld von mir. Also einen richtigen Panda, nicht diesen komischen, hässlichen, kleinen, roten Panda da. Genau, Glibberschnee. So, da muss ich auch wieder drinnen bleiben und den Nashörnern ausweichen. Und wahrscheinlich auch wieder links stehen die Punkte. Geht in die Mitte. Schote hat gesprochen. Aber da kommt doch erstmal ein Rhino raus. Wir drehen uns im Kreis. Ich schummel mich einfach mal komplett in die Mitte. Entschuldigen Sie, Rino, könnten Sie mich bitte sein lassen? Danke. Ich will in die Mitte. Komm, danke. Danke. Ich gehe mal in Kampfstellung fürs Rino. Ich möchte anmerken, das Level ist ja schon fast unter meiner Würde. So, ich hab's gechinkst. Hochmut kommt vor dem Fall. Jetzt kommt bestimmt wieder irgendein Fans oder so ein Scheiß, was ich wieder nicht kann. Ja, sag ich doch, Reifenspringer. Alles klar.
Ich versuche einfach mal so ein paar Ringe zu ergattern. Es wird schwer, aber vielleicht kriege ich es hin. Ach, das ist auch noch so ein Team-Ding, oder? Jo, ich bin rotes Kroko. Ich bin ein roter Rabe. Nee, gescheitert am Regen. Ach, fuck. Achso, das war ein roter. Okay, alles gut. Ich hab nichts abbekommen bislang. Tito. Nein. Oh, kleines Drecksgelb-Fick-Schnitzel. Shit, wir sind hinten. Ich hab einen Ring! Ich hab noch einen Ring! Was? Where are the single ladies? Put a ring on it. Auch ein Ring. Schau aber nicht mehr. Ha, noch ein Ring! Nee, wir sind zwar jetzt komplett raus irgendwie. Da ist ein goldener. Nein! Noch einen Ring noch zum Schluss, aber wenn jeder so einen Bereich abdenken könnte, wäre es super. Ja, habe ich nicht gelesen, sorry. Schade. Ja, selbst wenn ich die Bereiche abgedeckt hätte, ich war immer quasi letzter am Ring, das hat halt nicht gebracht. Egal. Levelaufstieg. Hast du schon Rückmeldung von deinem Buddy? Danke, Burger. Wir ticken mal wieder ähnlich. Sehr schön. Ah, er ist noch in der Runde. Genau, Burger. Auf die Sekunde. Könnte fast meinen, wir wären synchronisiert. Kannst du ihn dann ein... Also, geht das inzwischen, dass man auch andere dazuladen kann? Weil es ist ja nicht so wie das letzte Mal, dass irgendeiner Gruppenführer ist oder so. Ah, okay. Cool. Ich habe dieses Fenster dieses Mal gar nicht gekriegt. Die haben doch nicht etwa da dran rumgefixt. Alles, was mit Trapezen ist, ist scheiße. Aber bei dieser Map braucht man die Trapeze nur einmal, glaube ich. Braucht man sie überhaupt? Nee, brauchst du gar nicht. Theoretisch. Gar nicht. Theoretisch. Das ist ein schnellerer Weg, aber du brauchst sie nicht. Egal. Für den Flex. Rein in den Loch. Lasst mich durch, ich bin ein Vari. Direkt ins Loch gefallen, sehr gut. Wasserbomben können mich nicht halten.
Ich war jetzt kurz irritiert. Scheiße. Ist das die falsche Röhre? Ach, das ist die... Ach nee, mich hat's einfach nur runtergeschmissen. Wie frech. Nein. Ich arbeite dran. Okay. Zwölf. Entschuldigen Sie, Sie hängen da fest an der Röhre. Melden. Y. Zack. Abschicken. So. Nämlich. Ah, da kann man hechten. Ja, ich habe bei dem Dings hier automatisches Greifen aktiviert. Mal funktioniert das, mal funktioniert das nicht. Schote muss man an den Stangen zwischen wieder greifen drücken, um sich festzuhalten. Haben die doch sonst alleine gemacht, oder? Ja, das kann man einstellen. Hauptsache, ich habe schon wieder die Antwort gegeben. Auf eine nicht gestellte Frage von Burger. Burger, du machst mir Angst. Hier sagte Schote in die Mitte. Robbenkascheln! So, und Drohgebärde. Moment, Drohgebärde. Rino, hier bin ich. Habt ihr auch irgendwelche komischen Geräusche da gerade mit so... Ja, ja, da machen andere auch wunderbare Emotes. Kann ich auch. Moment. Oh, oh, Rino, geh weg. Easy. Also Corona-konform ist das Ganze nicht, möchte ich mal anmerken. Wow! Okay. Das ist mal eine spannende Animation gewesen. Kling, klong, klong. Schön. Das war sehr malerisch. Mhm. Quasi so ein Loser. Genau. So, nochmal ab durch den Ring. Oder flutsch und weg. Mal gucken, ob Kuro jetzt durchhält. Beziehungsweise die Konsole. Ich oder das Internet. Ich bin flutsch und weg durchaus am Durchhalten, keine Sorge. Okay. Ich habe immer noch keine Animation.
Ha, jetzt neue Wege, obenrum. Och, Manu. Schade. Ich war so konzentriert und so gut durchgekommen, Mensch. Ja. Aber anderen waren besser. Verdammt. Nun, dann hat Schurte eben einmal Zeit, den Mage einzuladen, falls er schon fertig ist mit seiner Runde. Und ich kann mal eben kurz auf die Pipi-Letter. Tu dies. Na, lass mich ins Hauptmenü. Danke. Bis gleich. Man einmal nicht am PC. Hallöchen. Michael Nantes oder Michael Nantes. Vielen lieben Dank für dein Follow. Und vielen ja, lieben hey, Dank. Mario, du musst es ja schon so sehen. Warst gar nicht da und du kriegst ein Follow. Ja, das ist ja das Traurige. Oder vielleicht, weil du nicht da warst, kriegst ein Follow. Genau, deswegen. Und freut mich, dass du mitspielen möchtest. Erwarte nicht zu viel. Alles klar, Schote. Wenn Schote sagt, ich soll gehen, dann gehe ich nochmal. Ich meine, ich kann ja auch einfach wieder von der anderen Seite reinkommen, aber ich gehe einfach nochmal. Ich glaube, ich bin nicht im Loop gefangen. Toll. So, jetzt bleibe ich aber da. So. Schote. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für das Abo an Michael Nantes. So, jetzt muss ich einmal kurz nachdenken. Variantus, du hast schon 50 Sub in deinem eigenen Channel verschenkt. Ja, das ist den Dedos geschuldet, denn da gibt's dann immer mal wieder mal so, ach komm, der beste Non-Sub kriegt mal einen Sub. Ich finde, das gehört sich so ein bisschen, einfach mal was zurückzugeben. Aber vielen lieben Dank, Schote, für das Gifted Sub. Moment, kriegst du natürlich auch eine Konfettikanone. Zack, Konfettikanone für dich. Was passiert denn dann, wenn Vari ganz wegbleibt? Genau, das hat Kuro schon gesagt, dann gibt's einen Hype-Train. Es waren 11 Wins aus 10 Runden. Ich sag's mal so, ich sag jetzt einfach nur Michael. Ich garantiere für nichts. Ich kann das Spiel nicht. Kuro, du bist noch nicht bereit. Ach so, ja. Es ist aber auch nicht schlimm. Also wenn wir nicht weiterkommen, dann ist das so. Mir tut es nur mal leid, wenn ich Scheiße baue. Den Befehl Watchtime habe ich nicht, Luke. Bei mir gibt es nur Follow Age. Los geht's. Ein Win mindestens kriegen wir hin.
kannst groß, du nicht. große Worte. Also, ich gebe mein Bestes. Wirklich. Und ja, Luke, schon 14 Monate. Das ist schon krass. Genau, wir müssen nur ins Finale kommen und ich mache einfach nichts. Schote packt hier seine Geheimtricks und Geheimwege aus und gut ist. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann hauen wir einfach irgendeine Hack rein. Hallo, lass mich doch. Mein Gott, da war ich ja schon fast ein AFK-Spieler. Ist ja ekelig. Weil ich aus dem Fenster rausgetappt habe, ich Doofkopf. Uah. Erdbeeren fliegen tief. Ich bin krank weit vorne, was soll das? Dann zieh! Zieh dir irgendwie so eine. Ich analysiere erstmal noch die Lage. Was? Hui! 60 Punkte. Was hältst du davon? Sehr gut. Ich glaube, ich habe mich auch noch nicht hinbekommen. Aber ich bin auch ziemlich perfekt geflogen. Ha! 33 Punkte. Sehr schön. Ja, ihr macht das schon. Wir sind Trupp-Position 1 bis jetzt. Das ist doch schon mal gut. Es ist Hoffnung da. Das Team ist so stark wie das zweitschwächste Glied. Du hast eine Chance. Ja. Aber eigentlich kenne ich es nur wie das schwächste Glied. Aber okay. Ihr habt das Leben gegietet. Viel wichtiger ist die Frage, steht jemand am Anfang? Nein. Schade. Schade, schade, schade. Aber nun. Reporten kann ich wie ein Weltmeister. Nein, Luke. Alles gut. Ich weiß, ich kenne meine Grenzen und es ist nicht meine Stärke, dieses Spiel. Trotzdem spiele ich es gern und habe Spaß. Und das ist für mich schon wichtig. Und manchmal habe ich ja auch ganz gute Momente. Außer jetzt. Maus und Tastatur. It is. Oder wie war das? Micha ist nochmal besser als ich. Micha gehört zu den Top 3 der Player. Ja, okay, dann habe die Ehre. Willkommen. Ich hoffe, ich werde dich nicht zum Rage Quitten bringen. Viel Spaß im Lurk, Luke. So, ich wechsle mal auf. Nein, ich wechsle nicht auf Maus und Tastatur, Mann. Versuchung war da. Scheiß drauf. Ich mach das jetzt einfach ganz entspannt. Ganz entspannt und vorausschauend. So, Hürde 1 geschafft. Oh, ich bin ins Leere gesprungen. Ey, mein Gott, war das scheiße. Hürde 2 geschafft. Oh, come on! Wie auch immer. Nein, scheiße. Okay, langsam bringt auch nichts. Tannenbaum, halt die! Grün bei dir, du. Nadelt er etwa? Ach scheiße, da war ich zu gierig. Nee. Nein, da wollte ich zu viel. 17. Sollten wir haben, ne?
Weihnachtsmann, komm. Fünfter. So, fürs Ego, das habe ich auch noch gemacht. Ups, versprungen. Warum dreht sich meine Kamera eigentlich immer entgegen der Laufrichtung? Ah, so. Das Wichtigste ist der Spaß, die Siege kommen dann von alleine. Spiele seit F2P und habe 1182 Kronen. Okay. Ja. Ich glaube, ich habe das Spiel auch wie gekauft. Wie oft spielst du am Tag? Beziehungsweise, wie viele Stunden schläfst du am Achso, Tag? Achso, free to play. Ach Gott, ich bin so doof. Also ich habe das Spiel schon seitdem es Geld gekostet hatte. Ich habe es aber nie wirklich gespielt. Okay, das ist einfach nur Plattformer und Leute runterschmeißen da mit den Bomben. Ja. So lang wie möglich auf dem Ding bleiben. Alles klar. Oh, ich hietet sich fast selber raus. Ich guck dir zu, ich stehe noch nämlich da, wo ich angefangen habe. Ich glaub, ja. Mann, ey. Der will mich loswerden. Reicht aber von der Zeit nicht, Kollege, wa? Ja, komm, mach weiter, komm schon. Jetzt sieht er sich was selber raus, okay. Ach so, da kommt auch noch Schleim nach oben. Möglich. Nee, ich so gerade. Es kam nämlich irgendwie ein bisschen näher. Ui, das war knapp. Da bin ich nochmal ganz schnell die Rampe durch. Was ist das denn hier? Diese Klappe, die da ist, haut die mich ins Jenseits? Ja, ne? Ich bin zu feige, ich mach's nicht. Ich fürchte ja. Die hat mich ins Jenseits befördert, fuck. Hallöchen, Fuhai. Guten Hunger, Hallöchen, Däumelinchen. Ja, ich bin auch tiefenentspannt. Oh, Kuro. Mutig. Da ist ein Loch. Ja, eben drum. Oh, come on. Meine Fresse. Oh, ich bin da tiefenentspannt. Na, wie war der Stream, Däumelinchen? Und was gibt's denn Leckeres bei dir, Fuhai? Bringst du was rum? Und angesichts der aktuellen Uhrzeit, auch wenn sie nicht da ist, gute Nacht, Regani. Volleyball, ich bin raus. Ich verweigere. Heißt das, wir sind zu viert und müssen... Ach du Scheiße. Na, ich kann euch nicht hängen lassen. Zutritt.
glaube, ich habe den einfach nach da hinten geschossen. Das war nicht verkehrt. Schafft ihn rüber, bitte! Fuck! Nein! Ich bleib einfach hier. Nein, der war zu tief. Nein, ich bin weggelaufen. Fuck! Scheiße. Entschuldigt. Ach, scheiße. Es tut mir leid. Sorry. Ich hasse Volleyball. Ich hasse es einfach nur. So ein Schmutz-Minispiel. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Und danach kommt noch dieses Fallball, oder wie das heißt. Legende der versunkenen Stadt. Ja, danke. Freue ich nicht. Gut, danke. Nur die Erkältung kickt. Oh, das ist doof. Ja. Michael, das war unlucky. Raumaufteilung, Männers. Strategisches Positionieren. Flügel absichern. Schnittstellenpass. Mann, Mann, Mann. Ja. Burger. Ja. Und genau, das nächste Mal wird's besser. Wir grooven uns ja ein. Weißt du, Schote schreibt nur schön, aber gut gekämpft, war knapp, kaum Fehler. Die Fehler, die ich gemacht habe, die waren da. Und die zwei Fehler haben uns leider den Sieg gekostet. Aber trotzdem, ohne irgendwie miteinander zu sprechen, hat das ganz gut funktioniert. Ist Kuro noch am Leben? Er ist so ruhig. Ich habe mir einen Drink gemacht, das ist gesagt, deswegen habe ich mich gemacht. Ach so. Ja, das fällt mir auf, dass du ruhig bist. Der Motivationsschot ist am Start, der ist auch richtig so. Und Däumelinchen, das ist nicht schlimm, man muss nicht alles können. Vollgas. Das ist so ein Spiel, entweder ich komme super durch oder gar nicht. Ja. Wow. Ich habe einen Stab von hinten bekommen. Haha. Ich sag ja, entweder ich komme da super durch oder gar nicht. Ich bin gerade durch zwei Paddel einfach so geradeaus durchgelaufen. Alles klar. Willkommen in meiner Welt. Ich bin durch drei Paddel einfach so durchgelaufen. Richtig. Alles klar. Yeet. Okay, vierte ist dann halt nicht. Vierte habe ich auch geschafft. Nehmen wir den Weg aus dem Ring. Easy. 55 Punkte. Ich sag ja, easy. 52. Weißt du, entweder ich komme da komplett rum oder ich scheiter am ersten Ventilator. Ja, es kommt ungefähr hin. Ich
Genau, fress den Sternstaub, ihr Gegnersisse. Oh, halt, ich muss ja gucken, ob einer am Start noch steht. Nein. Was hat er für einen Auftrag? Mhm. Das haben wir doch gut gemacht. Läuft. Es kommt bestimmt wieder irgendwas mit Ringen. Ich wäre noch für so eine Glitch-Runde. Yay! Okay. Pinguin-like. Was? Das ja, was denn? Ja, alles gut. Tux Racing in richtig mal lustig. Naja, du siehst ja auch aus wie so ein Fake-Pinguin. Danke. Kuro der Fake-Pinguin. Schade, ich bin ja nicht getroffen. Zieh, Kroko, zieh. Nein. Fuck. Ich will Spaß, ich will Spaß. Es beunruhigt mich, dass wir auch da Erster sind. Das ist, damit komme ich nicht klar. Top 50. Okay. Nur fürs Ego. An mir liegt's nicht. Genau, der Druck steigt. Gott, was für ein Druck. Also bitte. Mhm. Ja, das haben wir vorhin verkackt. Ja, zweimal schon. Hm. Ich heile, glaube ich, noch nicht ganz. Welche Mann da? Ob da. Ist oben oder unten besser? Abkühldings haben. Mitte. Ne, ein Dings ist es die Mitte, glaube ich. Unten. Alles klar. Befehle wurden verteilt. Unten. Mein Gott.
Nice. Sind wir schon wieder als Erster da durch? Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob wir Erste sind, aber wir sind auf jeden Fall Qualität. Erster oder Zweiter waren wir. Okay, Erster. Natürlich, hey, flawless. Ist okay. Easy. Können jetzt Finale kommen, bitte? Da wurden Versprechen gemacht, dass dann zwei andere das machen. Okay. Oh no. Schauen wir mal, wann ich. Mari, komm mal mit zu mir. Welcher bist denn du jetzt schon wieder? Der hüpft, okay. Ja, verstanden, danke, Schote. Oh, halt. Ach so. Ja. Alles gut, Schote. Ich limbo mich da rein, okay? Ich bleib hier unten drin. Entschuldigung, könnte das mal weggehen? Danke. So, nochmal für die Fans hier. Ich limbo mich da schön rein. Oh, warte, Moment. Schnute kommt. So. Das ist sehr rückenschonend. Und Moment, ich kann auch noch Sport machen. Ich weiß. Geil. Wenn du ein Emote machst, kommt dein Kopf durch die Decke. Ja. Aber der Schleim steigt. Noch ja, nicht. Warten wir gleich noch ab. Achtung, ich werde geschoben. Achtung. Nein, mach mal nicht. Achtung. Der ist runtergeflogen. Also der ist runtergelaufen. So, die sind hier mit Kragen. Hier mit Kragen. Es bewaffnet sich mit Bomben. Hallo? Hallo? Lasst mich doch mal in Ruhe hier. Wir haben gewonnen. So. Okay. Nun. Das macht mir irgendwie Angst gerade. Michael und Schote, kann man euch buchen eventuell? okay. Mhm. Oh no. Soll ich einfach ninja-mäßig komplett runtergehen und den kompletten untersten Boden wegmachen? Wenn du Langeweile hast. Aber ich glaube tatsächlich, dass es besser ist, wenn du mal versuchst, oben zu bleiben. Ich versuche oben zu bleiben, alles gut. Weil wir sind tatsächlich zwei Teams. Mhm. Ja. Ich verkack sowieso. Nein. Ja, ich bin schon ein runter. Olivari. Oh, wow, okay. Ich bin schon bei Gelb. Weißt du was? Arschlecken. Irona, ich mach hier schon die blaue Seite einmal ein bisschen frei. Ich bin jetzt ein Arschloch. Hi, Vari. Du rechts, links rum, ich rechts rum.
Nein! Okay, gut. Mission Lila ist meins, okay. Nein! Ich bin auf gelb. Ich bin auf blau. Die blaue Ebene ist gleich komplett weg. Ja, ist mir egal. Hallöchen, Chicago. Roxy. Nee, heute wird kein Hearthstone gespielt. Das spiele ich meistens montags. Heute ist Fall Guys dran. Bei anderen sind unten auf blau. Easy. Das sollten wir hinkriegen. Ja. Nice. Chichi. Sehr gut gemacht. Ich möchte betonen, flawless. Hallo, warum bin ich runtergefallen? Warum bin ich runtergefallen in der Animation? Hallo? Was ist das denn für ein Mobbing? Bitte. Moment, da muss ich uns jetzt auch mal beneißen. Moment. So. Das war echt geil. Ja, Schote, das ist ganz schön frech. Darf ich ihn baden? Nein. Ich weiß nicht, was du meinst, Schote. Hey, hey, Spaß kann ich. Ey, Schote, was glaubst du denn, was hier Sache ist? Ihr Sichi. Ich kann Spaß ab, von daher. Ja, wir sagen doch, bringt uns ins Finale und wir holen es nach Hause. Hm? Gut. Gewöhne ich mich jetzt dran im Übrigen. Jetzt bin ich erfolgsverwöhnt. Sofort abgehoben. So, jetzt kann ich ja verifizieren. Entweder ich komme wieder flawless da durch oder es wird scheiße. Und Hauptsache Twitch hat jetzt festgestellt, dass die Community-Herausforderung zu 50% absolviert ist. Yay. Das war doch eben schon. So. Wie viele Captain-Mützen hier rumjumpen? Manchmal ist es auch sehr geil, wenn der Stab auf einmal von hinten kommt und einen über drei von diesen Dingern rüber nach vorne heatet. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Ich war letzter, bin jetzt irgendwo im Mittelfeld gelandet. Ja, ich bin gerade von unserer Gruppe der Letzte. Ja, ich sehe den mit weißem Kopf. Korrigiere, ich bin hinter Vari. Was? Nee. Warst du?
Gibt's hier noch ein Fake-Kroko? Nee, nee, alles gut. Ich hab's mit 2 Slaps durch die Mitte geschafft. Schon mal sehr praktisch. Und noch 40 Punkte. Ich komme mit dem Pulk ins Ziel. 30. Sehr schön. Ja, es gibt Spiele, die liegen uns, Schote, und es gibt Spiele, die liegen uns halt so gar nicht. Seit heute früh hast du eine Bindehautentzündung und spielst mehr oder weniger mit einem Auge. Dann gute Besserung und ab zum Arzt. Ja, vor allem entspann deine Augen mal ganz nett. Ja, weil das ist nicht zu spaßen mit. Und gerne. Das ist doch für Michael eine steile Karriere. Follow, einmal Ziel, einmal Finale gewinnen, zack, dip. Muss man auch erstmal schaffen. Das ist so richtig. So verrückt ist noch nicht mal Laupi. Ich habe noch Antibiotikum hier. Willst du mit oder ohne Cortison? Na, ich glaube am Auge eher ohne Cortison. Könnte sonst echt unschön sein. Yay. Da kann ich sogar nebenbei die Zigarette rauchen. Und wir denken dran, unten. Das hängt ab von der Entzündung. Bei mir hat nur noch mit Cortison geholfen. Oh, okay. Das ist übel. Aber ist hoffentlich weg inzwischen. Ja, ich bin jetzt mal volle Latte gegen den Ring geflogen. Sehr clever, was ich hier mache. Jetzt rutsch halt, Kroko. Oh ja, genau. Stoß mich zwischen die Ringe. Mein Gott. Nein, kannst du mal. Geil. Ja, Gott sei Dank. Uff. man hat mit dem wenn man mit dem Auge arbeiten geht, darf man zocken auch. Ja, okay. Alles gut. Bindehautentzündung macht Spaß. Hatte ich vor 4 Wochen auch. Was habt ihr eigentlich eine Bindehautentzündung gehabt? Ich bin da ja voll uncool. Ich habe seit mehreren Monaten einen Hagelkorn am Auge und das will nicht weggehen und ich will nicht zum Arzt. Du wusstest da doch von... Ja, das habe ich so ganz... Das ist so... Alles, was die letzten 5 Wochen irgendwie passiert ist, ist in meinem Hirn nicht gespeichert. Oh, scheiße. Ach, du Kacke. Ja, Ringe sammeln. Spaß, Spaß. Können wir nochmal das Volleyball eventuell haben? Es lief irgendwie besser. Jetzt sind wir zwar auch ausgeschieden, aber es ist egal. So, wir sind rot. Wo seid ihr? Ich bin hier hinten alleine. Okay. Nein. Ich habe schon 2 Ringe verkackt, die direkt vor mir waren. Ich habe einen Ring geholt. Way. Oh. Ich habe den Ring verkackt. Ich bleib jetzt einfach stehen und lass mich im Kreis drehen.
Oh. Mann, ich habe doch nur eine Mission hier gehabt. Ich bin Bewegungslegastheniker. Ich treffe diesen Scheißring halt auch nicht. Oh, Gott sei Dank. So, Leute, jetzt wird euch erstmal schlecht. Nein. Wie schnell die sind. Drei Ringe bekommen. Vier, glaube ich, jetzt inzwischen. Nein! Oh, ich bin neben den Ringen gesprungen. Egal, qualifiziert. Oh. Mein Gott. Du hast eine Nadel für die Pinnwand verloren, habst du heute erfolgreich mit dem Fuß gefunden. Holy, hat das geblutet. Oh, das ist nicht schön. Wir sind Erster. Yay! Und ein Snack für die kleine Maus. Soll sie kriegen. Sitz. So ist fein. Erfolgreich ausgerichtet. Sturzball. Teambesprechung. Was muss Vari machen? Oh no. Micha und ich Tor. Okay, ihr macht Tore. Okay. Wir geben uns Mühe. Wie viel sind wir? Wir sind 15. Ihr anderen 6 Leute. Ach so. Scheiße, ich bin ein anderer Mensch. Vor. 1-1. Ist da noch ein scheiß Ball? Hä, hey, wo ist der Ball hin? Boah, okay. Uah. Zweiter Ball. Da kommt ein Vari um die Ecke geheatet. Nein. Ja, aber nicht? What the fuck? Hey, mach das Ding, Kuro! Ja. Gut, das zählt als mein Tor. Das ist auch dein Tor gewesen. Ich hab's nicht mehr berührt. Ich hab ein Tor gemacht. Wup, wup. Leute, ich glaube, ich habe das Gefühl, heute ist ein guter Tag. Schön im 90 Grad Winkel draufgetreten, war so 1-2 Zentimeter drin, direkt Verband drum, das war nach Sekunden durchgesifft, hörte aber auch schnell auf, okay. Tschüss. Das als Finale, it's, nee, das ist ein anderes Spiel, scheiße. Ach du Kacke, was mach ich jetzt? Puha, jetzt mal kurz nicht spammen, was passiert hier? Nur einer kann Kraken überlegen. Was? Nicht auf die wackelnden Plattformen gehen. Und ich glaube, dadurch, dass man drauf springt, macht man die rot. Oh oh. Und die großen Plattformen gehen auch irgendwie weg.
Stress ist real. Alter, der hier schieben die mich runter. Das war Report. Das war Report. Micha und ich wird chillen. Das ist meine Plattform. Das ist ein richtiger Scheißer. Der hat mich rausgeschmissen. Nein, verdammt. Zieh, Micha, zieh! Oh. Oh. Zieh dieses kleine, fiese Moped weg. Was? Was geht jetzt los? Die Plattformen drehen sich. Nein! Fuck. Schade. Egal, trotzdem gut gemacht. Nice gemacht, nice gemacht. So, jetzt muss ich aber erstmal weiterlesen hier. Ja, das interessiert keinen. So. Hört aber schnell auf. Nur ein bisschen Angst wegen Blutvergiftung, obwohl ich direkt mit Desinfektion drüber bin. Schmerz jetzt ein bisschen, aber denke, morgen ist wieder weg. eine Nase so tief im Fuß tut einfach weh. Da kann es etwas dauern. Ja, Dr. Google, danach fällt dir der Fuß ab und alles. Ich denke nicht, dass da was passiert. Ich habe einen Schottenrock. Oh je. Yeah. Aber ich bin heute raus. Was? Du bist jetzt raus? Ja. Okay. Weil wegen morgen 8 Uhr Arbeit. Ja, kein Problem. Und dann bis, keine Ahnung, 12 Uhr wahrscheinlich Weihnachtsfeier. Das ist ein bisschen... Okay, Scheiße. Ja, das glaube ich. Das ist halt die Sache. Judy! Ja. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und dir morgen einen angenehmen Tag. Immer doch. Ja, Schute, dann mache ich auch letzte Runde Folge. Ja, doch, letzte Runde Folge heißt. Alles klar, bis dann. Tschüss. Und ich drück die Daumen. Da muss ich ja überlegen, was ich jetzt gleich noch spiele. Was für ein Spiel ich dann wechsle? Irgendwie bin ich noch nicht so in Feierabendstimmung. Oder ich gucke, ob ich in diesen Geschenke-Dingen da mal weiterkomme. Da mal einen auf Ernst machen. Partymeile. Mhm. Yay. Oder wir spielen einfach so lange, bis ihr auch keinen Bock mehr habt. Aber Fuhai, das wird schon. Bezüglich Corona, meine Warn-App hat letztens mir mitgeteilt, dass mein Zertifikat abgelaufen ist. Ich müsse es erneuern. Erstmal gemacht. Wer weiß, wofür man das mal irgendwann wieder braucht. Ja, können wir gerne machen. Das ist dann aber immer so ein... Also jeder kommt alleine weiter, ne? Na, dann werde ich viel zuschauen, glaube ich. Ach, lass mich doch durch da. Aber das ist kein Thema. Meine Güte, lasst mich doch da einfach mal durch.
Ich renne doch, Kuro, aber danke für den Run-Sound. Jetzt lasst mich doch da durch, Mensch, ich bin ein Kroko. Natürlich komme ich wieder nicht an diese Stange dran, weißt du? Nein. Vari, wo musst du hin? Ich muss in die andere Richtung. Okay. Doch, komm! Kroko! Ach, du bist doch auch heute... Ich hab nichts gesagt. Dürfte ich bitte noch ins Ziel irgendwann mal? Danke. Das riecht nach Wiederholung. Wow. Aus dem Weg, ich bin Arzt. Ja. Schote, lassen wir das so stehen? Ich denke doch nicht, oder? Was soll das jetzt heißen? War auch nicht gut. Ich war doch super. Das ist ja schon fies von dir, du Sackratte. Das ist sehr gut. Frech ist er. Absolut frech. Das können wir so nicht stehen lassen. Micha ist immer gut. Er hat bis jetzt immer delivered und wir sind die, die da hinterher rennen. Und wenn er nicht delivered hat, dann hat es andere Faktoren gehabt. Oder Gründe. Haben die jetzt eventuell dieses Hoverboard-Spiel rausgenommen? Das fände ich ja super, wenn sie das rausgenommen hätten. Sollte noch drin sein. Nee, müssen die nicht reinmachen mehr. Das hatte seine Zeit zum Scheinen und kann wieder raus. Aber das ist noch dabei. Da habe ich den Boost nicht mitgekriegt. Macht ihn auch nicht. Ach, komm schon. Nun. Sollte aber reichen. Treppchen immerhin. Da ist ein Fehler in der Matrix. Der hat die Beschleunigungsstreifen doch auf dem Skin. Der müsste das doch schaffen. Kfz-Verbandskasten beste. Ja, da hast du zumindest alles drin, was du brauchst. Nicht das Trampolinspiel. Okay. Hm.
mit K. Nein, es hat mich da zurückgeworfen. Nein, ich bin... Oh Gott. Gehen die da rein? Da ist doch die Linie. Egal. So, lass mich mal hier das Ding von der Mitte aus geht eine Linie. Da ist die Linie. Na, 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 na. Na, 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 na. Kreuzung, Kreuzung, Kreuzung. Da hinten. Oh Gott. Oh fuck. Ja. Hä? Bin ich jetzt komplett dumm oder was? Scheinbar. So, für Doofe. Diese Knotenpunkte. Hier bei den Knotenpunkten immer gerade gehen. Egal. Ich musste es nicht machen. Danke an euch alle. Naja gut, jetzt wo ich weiß, dass ich bei den Kreuzungen dann auch gerade gucken muss, ist das ja nochmal, ne? Five Head Move. Ich spiel's einfach zu selten. Warum habe ich es gesagt? Warum habe ich nachgefragt? Es hätte so ein schöner Abend werden können. So. Erstmal Missys weise Worte wieder ins Hirn rufen. Am Anfang relativ weit hinten bleiben. Oh oh, das wird knapp. Staubsauger, geht weg. Staubsauger, geh weg. Geh weg.
Hallo, ich mag Staubsauger. Uff, Alter. Alter. Der war für mich sie. Check. So. Diese Stelle muss ich nachher rausklippen. Missy schicken und sagen, ich hab's gelernt. Alter Vater. Das war, by the way, das erste Mal, dass ich da bis ins Ziel gekommen bin. Ich möchte es nur gesagt haben. Gott. Jetzt kannst du noch besser werden. Alles klar. Ab jetzt immer, genau. Wir stapeln nicht mehr klein. Vielleicht ist das jetzt doch mit Controller, dass ich das durchziehe. Ich habe schon jetzt mehrere Spiele nicht mehr den Gedanken gehabt, das irgendwie mit Tastatur oder so zu machen. Vielleicht werde ich ja gerade genauso warm, wie der Controller gerade warm wird. Weil ich den Gefühl zerquetsche. So, mit dem Kringel laufen. Die Scheißkatze hat hier einen festgehalten von uns. Nein. Ach, verdammt. Falsche Zeit ausgesucht zum Springen. Sauber. Na, schade. Finale, wow. Finale, wow, wow, wow. So, welche Taktik fahren wir? Oh, scheiße. Ja. Oder gut verstecken.
Nein. Sauber, wer von euch das auch immer war. Juhu! Nice. Nice. Das war schön. Schote, so kann man eine letzte Runde beenden. Sehr gut gemacht, ey. GG. Oh, sehr stark. Na, ich habe versucht, den wegzuhüpfen, aber hab's nicht ganz hingekriegt. Ich habe ein Krokodil-Unterteil gekriegt. Hä? Das ist andersfarbig. Gerne, gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Schote. Danke, dass du mitgemacht hast. Und gerne beim nächsten Mal wieder. So, das ist Topsy. Was ist denn das für ein Beschiss? Ich hatte das Kroko doch schon. Ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen verwirrt, weil das hatte ich doch schon. Ich bin gerade nicht mit dieser komischen Farbkombi rumgelaufen. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ich glaube, das ist gemein. So, wollen wir dann mal diesen Geschenksmodus nochmal ausprobieren? Oder willst du dir das antun, mit mir die Duo-Shows durchzumachen? Was ist dir lieber? Entscheide. Micha, ich richte mich da nach dir. Du hast delivered. In der Zwischenzeit hole ich mir einmal Tabaknachschub. Kleinen Moment. Da bin ich wieder. Ja, das mit diesen 500 Geschenken insgesamt habe ich gesehen. Fehlen dir denn noch Geschenke? Oder hast du damit noch gar nicht angefangen? Ich habe da vorhin mal kurz reingespielt. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Also mir ist es egal. Ich brauche die nicht zwangsläufig, die Skins, die es so gibt oder so. Das Ding ist halt, bei den Geschenken ist es halt jeder für sich. Und bei Duo ist es halt als Team. Quasi Top und Flop zusammen.
Und 500 Geschenke, 21 Tage ist halt eine lange Zeit. Also wie gesagt, ich lasse dir da die Wahl. Ach so, du hast das schon durchgespielt. Ach so, ja dann. Dann nehmen wir Duo-Shows. Das ist doch am sinnigsten. Wieso hast du ein farbiges Kroko? Und ich habe nur so eine Hose gekriegt, die ich eh schon hatte. Weißt du? Das nervt mich ein bisschen. Ich werde mir das Video angucken. Und wenn das wirklich dasselbe Unterteil ist, dann boah. Achso, dein Kroko musste man kaufen. Okay, gut, dann bin ich da nicht neidisch drauf. Aber dass ich ein Kroko-Unterteil gekriegt habe, ich bin ja eben auch schon als Kroko rumgelaufen. Das fuchst mich jetzt gerade ein bisschen, weil wegen 10 Kronen und so. Ja, das kann gut gehen, das muss aber nicht. Schöne Stressmucke. Ach fuck, da hätte ich hechten können. Egal. Der hat eine Schwanzflosse. Skurril. Ja, geh doch nach oben. Am Start steht keiner. Da hat er losgelassen. Warum lässt er los? So unnötig. Da hätte er nicht loslassen müssen. Ist auch witzig, dass dann immer schon das Finalspiel auch mit, also ein Finalspiel mit angezeigt wird. Hallöchen, Reflash! Na, wie geht's dir, meine gute Sister? Alles in Buddha auf dem Kudder? Reflash, es ist ein erfolgsverwöhnter Tag. Ich habe schon 2 Kronen geholt. Und ich habe das Hoverboard-Gedöne mal endlich geschafft. Für Missy. Thank you.
Sie waren beim Friseur? Korrekt. Ich habe jetzt wieder eine schnieke Friese. Oh nein, du bist gerade erst nach Hause gekommen. Ja, dann lehn dich entspannt zurück. Lausche meinem glückseligen Gefluche und Geschimpfe. Und wärm dich auf. Draußen ist arschkalt. Ich habe einen ganz entspannten Tag heute gehabt. Und ich dachte mir dann irgendwann abends, ach, weißt du was, gehst noch zum Friseur. Dann hast du das dies Jahr auch endlich mal hinter dir. Da muss ich erst wieder nächstes Jahr. Micha, it's Limbo Time. Vari macht jetzt wieder rückenschonende Übung. Oh ne, ich starte hier. Erstmal krapschen. Okay, dann bleibe ich hier drauf. Wenn das Universum möchte, dass ich hier drauf bleibe. Muss man hier in der Wippe mitlaufen? Geh mir nicht auf den Sack hier. Ich will hier in Ruhe hin und her laufen, okay? Durchgehalten. Easy. Absolut keine Bedrohung. Läuft, Micha, läuft. Aber wie vielleicht macht ihr eine Wärmflasche? Macht ihr einen schönen Tee? Ans Küchenfenster rauch noch eine und dann schön in der Decke mit der Wärmflasche und Tee gemütlich machen.
Ist das schon Finale? Ich bin irritiert, wie schnell das lief. Also wenn ich das richtig verstehe, sind diese Platten mit den Mustern drauf die, die kaputt gehen. Oh Gott, die wobbeln. Oh Gott. Nein! Scheiße. Oh, schade. Trotzdem GG. Schon irgendwie lustig. Boah, was ist das da für ein Arsch? Das ist ja mal ein richtiger Arsch. Komm, Pferdchen, schieb den runter. Hau den Arsch raus. Flieg raus, flieg raus. Der war doch schon im Wasser. Jetzt geht's aber ab hier. Los, klatsch ihn doch raus endlich. Geht doch. Ha, wenigstens hat der Arsch nicht gewonnen. Weiter geht's. Na, Reflash, möchtest du mitspielen? Ich glaube, ich kann mir das sympathischste Nein ever vorstellen. Ein Leckerchen für die kleine Maus soll sie kriegen. Ja schon mal beruhigt, dass ich Micha nicht komplett runtergezogen habe und wir schon mal zumindest einmal das Finale erreicht haben. Ich glaube, heute ist wieder so ein Lerneffekt bei mir da. Bahnkampf. Schönes Ding. Hast du denn heute alles erledigen können, Reflash, was du erledigen wolltest? Ich glaube, Ark ist am Lurken, aber falls nicht,
Was macht die Heimbaustelle bei euch? Ein anderes Finale wäre mir lieber gewesen. Ja, man kann nicht alles haben. Lass mich den Speedtunnel hier nehmen. Ich habe heute aber Ninja-Reflexe. Nein, knapp am Ziel vorbei, das war bitter. Da bin ich zu früh losgesprungen. Das war bitter. Müsste aber reichen, oder? Ja. Ja, habe ich. Morgen bis Sonntag frei. Das freut mich sehr. Oh, das ist schön. Das sei dir gegönnt. Das ist doch gut. Alles erledigt, was man erledigen möchte. Ich muss mir morgen nur noch final bestätigen lassen, dass ich meinen Urlaub nächste Woche habe. Und dann ist auch alles Taco. Endlich wieder ausschlafen. Das ist auch schön. Das sind doch mal Ziele. Damit kann man leben. Der Speedrutsche. Die kommt heute relativ häufig. Punkte. Läuft. Oh nein, Kätzchen, komm schon. Zeit. Ding, 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 ding. Solange nicht dieses Maze kommt, ist alles gut.
So, Staubsauger, lass mich ruhig da. Nein. Okay, noch bin ich im Spiel. Deiner Pisser! Ich hab's geschafft, trotz deinem Scheiß festhalten! So. Das zweite Mal das Hoverboard geschafft. Schweifen. Okay. Wenn ich mit dem Schwanz starte, dann springe ich einfach nur durch die Gegend. Okay, ich habe einen Schwanz. Oder? Muss los. Nein! Sausack! Gib mir meinen Schwanz wieder! Nein! Gib ihn mir wieder. Ich will den Schwanz wieder haben. Egal, wir sind weiter. Uff, uff, uff. Snack für Josie. Gute Idee. Michael, das läuft heute erschreckend gut mit mir. Das ist normalerweise nicht so. Ich möchte es nur kurz einmal betonen. Das ist normalerweise nicht so. Schön fürs Reinbuttern in die Community-Herausforderungen.
Gute Nacht, Fuhai. Angenehme Träume. Hallöchen, Jules. Na, wie ist es? Also ich gehe nicht ins Tor. Ich kann das im Tor definitiv nicht. Ich versuche wieder ein Tor zu machen. Ah, da kommt ein Ball. Verdammt. Sehr gut. Oh Gott, da ist ein anderer Ball auch noch. Oh. Ich halte mal den einen blauen fest. Nein, kein Eigentor. Bloß nein. Nein. Na, oh, jetzt verlieren wir das auch noch. Nein, scheiße. Bilder im Stream, ja. Schade, schade, Schokolade. Trotzdem GG. Schön wär's gewesen. So, aber eine Runde mache ich noch. Und dann gucke ich mal, wo ich euch hinraiden werde. Nee, warte mal. Ich ziehe mal eben kurz mich um. Wo ist das Unterteil nochmal von ihm? Bin ich jetzt doof? Ich möchte darauf keine Antwort. Ist der Weihnachtsmann? So. Ja, ein Hühnchen. Jetzt habe ich ausgerechnet noch ein goldenes Hühnchen mit dabei. Ja. Muss ich stark sein. Das hatten wir heute noch gar nicht. Oder? Nee. Schön. Kronen brauchst du für das Hühnchen. Ja, wir sprechen mal in 20 Jahren nochmal drüber. Kleiner Proller. Nein, aber ganz ehrlich, wenn man sich sowas freispielen kann, Chapeau. Da habe ich ganz weit weg von. Ja, komm schon. Ja.
Zweite von links. Nein. Das ist ja frech. Entschuldigen Sie, ich bin ein Wari. Dürfte ich ja bitte einmal durch? Entschuldigung. Hallo, ich möchte da durch. Dankeschön. Das sind ja Zustände hier. Oh Gott, das ist aber knapp. Da haben wir aber nur das Minimum gemacht, gerade eben. Sehr gut. Sehr gut. Ey, du deliverst, alles ist fein. Ich bin kein Mehrwert in dem Spiel manchmal. Was kommt jetzt? Okay, Mitte, alles klar. Ist da wieder nur ein Rhino da? Oder vielleicht mal zwei zur Abwechslung? Also ich habe gelernt, man soll sich einfach nur in die Mitte... Oh, drei Rhinos. Man solle sich eigentlich nur in die Mitte stellen, aber das wird da jetzt, glaube ich, nicht so ganz funktionieren, habe ich das Gefühl. Okay, ich bin raus. Das andere Rhino habe ich nicht gesehen. Scheiße. Das Rhino mag dich nicht. Hey. Da zieht er mich wieder eine Runde weiter. GG. Das war einmal ganz knapp bei dir da. Aber die Reling hat gehalten. Ja, das ist nicht schlimm. Vielleicht bin ich ja einfach der, der dir das Pech wegnimmt. Das ist ja auch eine solide und valide Taktik. Das Pech einfach zu mir rüberschieben. Das ist okay. Ich spring da jetzt einfach durch. Den Ring nehme ich mit. Ich komme da noch nicht mal hoch, das ist doch traurig. Am Goldenen. Wupp, wupp. Ha.
Alle drei gegen den Ring. Huhu, noch ein Goldener. Way, I'm on fire. Ah, mein Ring. Scheiße. Ich sehe die Ringe so schnell gar nicht. Nein. Nein. Na egal, wir dominieren hier. Easy. Semifinale. Oder? Müsste Semifinale sein. Oh. Eventuell wieder Limbo-Tanzen angesagt. Oder ich werde wieder durch Glück in die Mitte gejietet. Diese blau-gelben Schaltflächen katapultieren einen doch raus. Wo starte ich denn jetzt? Um Gottes Willen. Ich glaube, der rettet mich gerade so ein bisschen. Oh oh. So, Kollege Schnürschuh. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Ach, ich glaube, ich muss einen raushauen, oder? Ja, wir können es leider nicht mehr gewinnen. Schade, schade, schade. Ich muss mich aber verabschieden für heute. Bin super müde. Habt noch einen schönen Abend und viel Spaß noch. Dankeschön, Reflash. Dir ebenfalls gute Nacht, angenehme Träume und bis zum nächsten Mal. Gerne morgen wieder, wenn ich zum Dedo rufe. Wir sind ja rausgeflogen. Gigi, auch dir. Auch vielen lieben Dank für euch fürs Zusehen und vor allem auch Michael, Micha, wie auch immer. Wir waren weiter. Nein! Es tut mir leid.
Scheiße. Sorry, dann mach das Ding. Mist. Ich dachte nicht, dass wir... Ich dachte, wir sind raus, weil wir irgendwie die ganze Zeit auf dem 6. Platz waren. Nun. Hab ich's weggeschmissen. Upsi. Schade. Passiert. Da habe ich nicht mehr drauf geachtet. Sorry. Es war ein typischer Vari. So zum Abschluss noch ein schöner klassischer Vari. Ich kann halt leider nicht hinterher joinen. Das ist schade. Passiert. Ärgerlich. Aber kann ich schon mal in Ruhe gucken, wo ich euch gleich hinleiten werde. Vielleicht spielt ja noch jemand Fall Guys. War ich zu schnell. Dritte Krone wäre nicht gut gewesen für uns. Also für mich. Dann machen wir mal Lucky Lucky. Fall und Guys. Schauen wir mal kurz hier rein. Ja, da raiden wir hin. Eine kleinere Streamerin. 96 Follower. Vielleicht kriegen wir ja die 100 voll. Vielen lieben Dank, Noray, fürs Reinbuttern in die Community-Herausforderung. Ich wechsle mal in die Just-Chatting-Szene. Mach die Musik hier wieder an. Starte auch schon mal den Raid. Und ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn ihr mögt. Um 22 Uhr werden wir den Denksport-Donnerstag abhalten. Da kann dann wieder gequizt und gerätselt werden. Und vorher werde ich mich wahrscheinlich wieder mal zum Affen machen beim Kreuzworträtsel. GG, Gratulation, dass du gewonnen hast. Nee, so ärgere ich mich nicht drüber. Gottes Willen. Das sei dir gegönnt. Ich war zu doof. War einfach zu doof. Passiert. Aber vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wir raiden jetzt einmal rüber zu Kid Amy. Sie spielt auch Fall Guys. Vielleicht kriegen wir ja die 100 Follower voll. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis vielleicht morgen. Tschö. Bei was hat dein Analphabet Probleme? Okay. Bitte was? Bitte was? Dass dieser eine Bus dem anderen Bus... Was? Kannst du das bitte nochmal wieder... Ich hab's jetzt gerade nicht verrissen. Reingelitscht. Bitte klipp das. Bitte klipp das. Bitte. Wo siehst du da einen anderen... Es gibt immer diese eine... Und Fotograf ist eben Fotograf. Das ist doch der, der irgendwie immer sagt... Hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Genau. Und dann am besten immer dumm in die Wäsche schauen.
Moment, kann ich. Nein, meine lieben Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Sieht so aus, so ist es aber nicht. Ich habe Schwanz! Dinge, die aus dem Kontext gerissen kommen.